Moin Moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transportfieber hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite sitzt der Manu. Huhu. So, und wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession. Wir haben ja in der letzten Folge nochmal die Volkszählung gemacht. Ist ja der Wahnsinn, was hier abgeht, ey. Absoluter Wahnsinn. Aber es kann sich alles auch immer schlagartig ändern, wenn sich Gebäude ausbauen oder wenn Leute umziehen und was dann nicht alles zu tun ist. Aber was Wahnsinn ist, wir haben unsere Warenfabrik auf volle Produktion, auf volle Auslastung. Und das müssen wir natürlich jetzt ermöglichen, dass wir das verbessern können. Und das machen wir, indem wir eine weitere Warenproduktion bauen. Eine weitere Warenfabrik. Dann werden wir mal versuchen, hier hinterzusetzen. Aber wir müssen ja versuchen, alles ranzukriegen. So, ein bisschen abgesenkt. Guck mal, das passt sehr gut. Am besten wäre es natürlich, wenn wir an die Kreuzung rangehen. Das ist halt nur die Frage. Da kommen wir hin. Das ist gut. Alles erreicht. Sehr gut. Okay, so, dann haben wir jetzt unsere Stahlzüge. Hier sind unsere Holzzüge, die sind ja voll. Unsere Stahlzüge laufen auch schon voll und es stapelt sich ja schon. Quasi Stapelstahl. Jetzt haben wir hier das Ganze als Doppeltraktion und haben das Ganze auf doppelte Länge verlängert und ersetzen die Züge einmal und fahren dann mit voller Länge den Stahl. Oh, hat er gleich schon genommen? Boah, haben wir aber Schwein gehabt, dass er das gerade noch genommen hat. Wir haben jetzt eine Kapazität von 420. Ja, und schaffen jetzt ordentlich Stahl von A nach B. Die Schlacke transportieren wir auch schon ab. Haben wir hier Bahnhof, Haltestelle, haben wir auch alles. Okay, jetzt war der Wunsch geäußert worden. Erstmal wollen wir hier jetzt einen Parkplatz bauen. Hier so ein Parkhaus. Muss ich jetzt mal gucken, wo ich das Ding überhaupt habe. Müsste denn ja bei den Depots mit drin sein. Zumindest war das bei dem IKA so. Habe ich das Parkhaus nicht mit reingenommen? Doch, es muss aber ein Fahrzeugdepot sein. Es ist ja ein Fahrzeugdepot. Dann habe ich es nicht mit reingenommen. Gut, dann heißt das in der nächsten Aufnahmesession. Ja, muss ich das erst aktivieren. Tut mir leid, Michael. Machen wir beim nächsten Mal. Auf. Schwingen wir uns hier mal an. So, und dann gehen wir hier weiter. Denn es wurde der Wunsch geäußert, eine Bergstrecke zu bauen. Und das werden wir jetzt versuchen umzusetzen. Fällt ja wieder so eine Zauberei hier, was der Kante schon wieder baut, ey. Ja, passt schon wieder nicht, schade. Da hinten raus. Das ist halt die Frage, kriegen wir da noch einen zweiten mit durch? Boah, es ist ja schon wieder verbrecherisch, ne? Dass wir zwischen dem Tunnel und den Gleisen nochmal wieder mit durchbekommen, ne? Also, es ist wie folgt. Ich würde eigentlich ganz gerne hier oben drüber bauen.
solltest du mal auch erstmal hochkommen, dass die Leute auch was sehen können. Wieso? Du fährst ja im Moment fast nur Tunnel. Ja, das stimmt. Geht ja auch nicht anders. Ich komme ja aus dem Untergrundbahnhof. Möchtest du ein Viadukt bauen? Sowas in der Art, ja. Na, hier kannst du schön eigentlich über die Berge rüber bauen. Man kann natürlich noch einen Ticken weiter unten anfangen, das Ganze zu bauen. Aber so, dass wir halt gerade so über die Spitzen drüber gehen. So, so ungefähr habe ich mir das überlegt. Muss ja nicht unbedingt 160 sein. Kann ja auch die Stahlbrücke sein. Stahlbrücke. Wir sollen ja auch noch ein bisschen was zu sehen kriegen, ne? So, doch, warte mal, das ist eigentlich ein guter Hinweis gewesen, Mann. Können ja hier rausgehen aus dem Berg. Dann einmal oben rumfahren. Ja. Die wird sich sowieso nicht lohnen, die Linie. Aber das muss sie auch gar nicht. Ein kurzer Kommentar aus dem Chat. Verbrennt ihn auf dem Scheiterhaufen. Er ist ein Hexer. Ja. Hab ich verstanden. So, das ist das äußere Gleis. Schon ein bisschen um den Berg rumbauen. Kannst noch weiter rumbauen? Ja. Muss mal ein bisschen Aussicht haben bei der Fahrt. Wieso baue ich eigentlich? Weil du die Maus in der Hand hast. Oh, da habe ich ja noch ein Stückchen Brücke gebaut. Autosave. So. Das finde ich ganz gut. Jetzt brauchen wir noch die zweite Spur dazu. Wo ist sie denn? Da ist sie. Hab ich die.
Also das heißt, ein Zug, der schneller als 100, 110 fährt, lohnt sich schon nicht. Richtig. Also für die Krokodile schon sehr gut gemacht. 83. Boah, Schweizer Krokodilchen fährt 75. Siehst du? Da willst du das Deutsche nehmen. Da willst du das Deutsche nehmen. Da lasse ich dir die Entscheidung heute. Ist halt nur die Frage, was für Waggons wir da drauf bauen. Waggon de la Chanson. Den singenden wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich dachte, du wolltest singen. Du wolltest deine Zuschauer nicht verlieren? Bisschen Tunnel ist in Ordnung. Das kommen wir nur leider nicht da unten hin. Sind ganz knapp drüber über dem Bahnhof. Hm. Ja, das heißt also in Serpentinen den Berg runter. Auch noch. Oder mit einem Kehrtunnel. Das ist wahrscheinlich das die. Kehrtunnel-Variante. Die Variante, die wir nehmen müssten. Tundert oder so. Denk dran, du hast zweigleisig. Ja, ich denke an fast nichts anderes. Aber ich glaube, das könnte was werden. Yay, wir sind angekommen. Wir gehen auf das Gleis vom Schnellzug, ne? Ja, klar. Ja klar, sagt man, du eiskalt, Alter. Super. Oder so. Yeah. Jetzt geht's. Muss ich ja selber erstmal gucken, welches Gleis brauche ich nochmal. Eiskalten 120er Brücke genommen. Hört ja nicht. Wie kann ich nur? So ein Mega-Fail. Aber jetzt sollte ich echt mal Glück haben und ich habe das alles richtig gemacht. Ich weiß ja nicht.
So, sind wir ja gleich soweit. Dann müssen wir gleich nochmal einen Zug zusammenstellen. Und den auch mal dahin kriegen erst. Das kriegen wir ja über unsere Zufahrtsstrecke. Da kriegen wir ja vorne mit Sicherheit noch ein Gleis rübergezaubert. Ob das wirklich gut aussieht, sehen wir, wenn wir da durchfahren. So, jetzt zaubern wir hier vorne nochmal ein Zufahrtgleis raus. Halt. So, im letzten Tunnelabschnitt fehlt angeblich ein Millimeter Gleis, laut Chat. Im letzten Tunnelabschnitt fehlt ein Millimeter Gleis. Das sehen wir, wenn wir die Linie machen. Richtig. Das sehe ich aber auch so. Also, Linie. Was hatten wir denn bei dem anderen Gebirgsstreckenzug gemacht? PZ Hirscher Express. Na, nenn den doch Kernexpress. Kernexpress. PZ Kern Express. Das ist eine schöne Idee mal. So, die Zufahrt. Das heißt, wir machen jetzt die Michelstadt halt und fahren dann rüber nach Gera und zurück. Also für mich ist das eine schiere, saubere Zweigleisige Strecke. Auch zweigleisig markiert. Okay, dann brauchen wir jetzt noch einen Zug. Ja, jetzt irgendwas Elektrisches. Alter, und hier... Ich verstehe es nicht. Mal hast du die leer, mal hast du die voll, mal hast du die wieder leer, dann hast du die wieder voll. Hier ist schon Stau, weil hier nur Trams fahren. Der ist auch schon überfüllt, also da könnten noch 20 Trams mehr fahren, das wird trotzdem nicht klappen. Eine Dampflok, also wir haben da ganz schöne Steigung, also ich würde da doch schon... Also ich würde ein deutsches Krokodil nehmen und den dran die Waggons vom Hirscher Express nehmen. Also nicht das CE-Krokodil, ne? Das ist Schweizer. Genau. Die BRE94. Genau. Hätte dir auch selber einfallen können. Wollen wir die Zufahrt mit dem anderen machen? Ja, aber. Ja, also ich würde da schon was Heavy-mäßiges nehmen, was so schnell hochkommt. So eine Taubus oder so. Okay. Habe ich verstanden. Eine HHP. Könnte man auch mal wieder als Zufahrtlok nehmen. Zwei Stück. Linie zuweisen. PZ, PPPZ. Der Kernexpress. So, dann können wir jetzt nämlich, während wir die Zufahrt mitmachen, Mitfahrt zu machen. Machen wir den Fahrzeugersatz schon mal fertig. So, der kann hier oben hin.
kann hier hin. So, dann kaufen wir jetzt mal ein paar Loks. Und ein paar Passagierwagen der etwas älteren Generation. Was wolltest du da drauf haben? Ja gut, die roten wären natürlich Glacier. Ach stimmt, Glacier Express. Aber wir können auch keine Donnerbüchsen hinten dran hängen. Wird farblich wahrscheinlich besser dazu passen. Ja, dann häng mal ein paar Donnerbüchsen oder Dreiachser hinten dran. Donnerbüchse. Ich finde die Dreiachse so schwierig. Die konntest du doch damals bestimmt nicht über enge Schienen oder sowas fahren lassen, ne? Ging mit der Donnerbüchse genauso wenig. Nehmen wir erstmal 5 Wagen hinten dran. Ach, du fährst die außen lang? Okay. Ja, ersetzen machen wir. Jo. Ach, ich bekomme. Ach, 10 Millionen kommt, bekomme ich wieder. Das war gut. So, wir gondeln jetzt noch ein bisschen mit. Ja, gucken wir mal, was das für eine Bergstrecke wird. Ich glaube, wir müssten jetzt 74, 75, 76, das ist jetzt Folge 77. Genau. Das heißt, wir haben in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall Folge 80 mit dabei. Die ja morgen ist ja schon gar nicht mehr, wir sind schon Folge 4. Die am Donnerstag stattgefunden hat. Weiß ich noch gar nicht, wie ich das jetzt hochlade, in welchem Rhythmus. Muss ich gucken. Alle wollen eine Dampflok sehen. Muss man schon fast einen Big Boy nehmen. Aber ein Doppeltraktor. Damit sich das lohnt. Nicht, dass er gerade noch Geld verdient. Wie die Brücken einem ausbremsen. Eine badische. Wahrscheinlich die badische. Nö, ich guck mal, ob ich noch was anderes Nettes finde. Erstmal bleibt die. Das Kroki. Das Kroki drauf. Ja, eine AE47 in Doppeltraktion wäre durchaus auch noch eine Option. Aber wir haben ja nicht überall 100. Also von daher. Ah, wir finden schon mal Schönes gemeinsam. Sehr gut. Zufahrt auch über das richtige Gleis gemacht. Läuft ganz schön gut. Ja, wenn ihr dieses Video seht, ist die Jubiläumsfeier von 5 Jahre YouTube bei uns schon durch. Aber das Video wird ja veröffentlicht sein, aber ich weiß nicht, ob man sich 12 Stunden Livestream anguckt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde es aber trotzdem natürlich drin lassen, weil es einfach ein besonderes Ereignis ist. 5 Jahre ist ein halbes Jahrzehnt, ist schon eine Hausnummer und ich finde es toll, dass immer noch so viele da sind und so viele auch immer zum Live-Let's Play mit dazukommen, obwohl
Ja, Transportview eigentlich schon 2 Jahre alt ist und es immer noch so viele gibt, die das selber alles machen, scheinen wir ja trotzdem alles immer noch richtig zu machen. Das freut uns, denn uns macht es megamäßig Spaß. Auch wenn man oft noch die ganzen Sachen ersetzen muss und hier nochmal mehr Kapazität und da nochmal Kapazität. Ist natürlich oft wiederholendes und trotzdem ist es immer noch eine mega Herausforderung, das Ganze immer noch mit finanziellen, ohne Ruinen zu schaffen. Daran arbeiten ja alle mit, dass ich es nicht schaffe. Ich bin schon ein bisschen übertrieben, ne? Eine Re66 in Doppeltraktion. Für eine Strecke, die eigentlich überhaupt eher nur als Schönbauaspekt dient. Und trotzdem sind wir alle gespannt auf Transport Fever 2. Oh ja. Sehr gespannt. Zur Gamescom kommen sie, glaube ich, nicht. Das haben sie da auch vor 2 Jahren nicht gemacht. Naja, wohl, die haben jetzt einen neuen Publisher. Wir werden es sehen. Sobald ich Neues weiß, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Na komm, nur Vagen. Bringen ja hier wieder alles durcheinander, wa? Ja, natürlich. Nutzt es doch nicht. Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Quartal 4 ist bisher bekannt gegeben. Aber was draus wird, wissen wir nicht. Wann genau. Aber ich denke mal, ich werde davon informiert. Auf der Presseliste stehe ich auf jeden Fall drauf. Das heißt, alles, was da an Öffentliches gemacht wird, wo die Presse darüber informiert wird, werde ich auch darüber informiert. Also das kriegen wir alles hin. Über die Bergstrecke kann man auch noch Güterzüge fahren lassen. Auf jeden Fall. Hi, Neterius. Ja, gucken wir mal, wann das Ganze erscheint. Das bekommen wir schon alles hin. Also die weiten Zufahrtstrecken sind natürlich dem geschuldet, dass wir nur ein Fahrzeug, ein Zugfahrzeugdepot haben oder ein Zugdepot. Weswegen wir natürlich ziemlich weite Wege haben, die uns das Leben hier schwer machen. Ne? Ja, sieht man mal, wie schlecht die Wartung dann noch ist, bis die alle wieder da sind, repariert, wieder rausgeschickt. Da bin ich auch gespannt, was die in Transport Fever 2 sich einfallen lassen, ob da noch irgendwas Schwerwiegenderes dazukommt. Hier ist ja die alte Brücke. So geil. Natürlich bremsen sie uns immens aus und es kostet schweinemäßig Geld, dass wir da so langsam rüberfahren, aber das macht nichts. Bei der Masse. Ja, man spielt das Ganze ja auch so ein bisschen mit. Ist schon nicht schlecht. Doch, ist schon ganz cool. Ich weiß, wir machen nicht viel Schönbau. Aber ab und zu kommt das durchaus bei uns vor und dann passt das auch schon. Hallo Bernd. Aus Burghausen, das ist schön. Dann mal herzlich willkommen hier bei uns.
So, und schwupps sind wir jetzt schon im Bahnhof, wo wir drin sein wollen. Und? Noch nicht ein Fahrgast. Aber auf der anderen Seite türmen sie sich. Ja. Hast du auch gesehen, ne? Ja, und der Zug, wo die Gesichter an den Scheiben bappen, auch. Wegen der Überfüllung. Oh, und jetzt ein Croquet. Sehr leise. Jetzt kommt der Action. Dann wollen wir mal kicken. Das sieht schon mal gut aus. Oha, hier unten ist grenzwertig. Da sehen wir noch den Tunnel, wo die LKWs durchfahren. So, wenn Sie jetzt hier rechts aus dem Fenster schauen, sehen Sie Michelstadt und die wunderschöne Stahlproduktion von Michelstadt. Nun sind wir schon auf dem anderen Ende des Gebirges und schauen in ein Tal, was völlig unentdeckt, weit ab von jeglicher Zivilisation, seine Ruhe hat. Und dann kam die Newcant Logistik Group und zimmerte eine Autobahn durch. Nein, ein Gleisbett. Und dahin, da wollen wir hin. Das ist Gera. Die Brücke habe ich natürlich aus Sicherheitsgründen gewählt, falls man da jetzt aus der Kurve mal rausfällt, dass nicht gleich der ganze Zug runterfällt. Ich habe schon überlegt, man könnte hier oben ja auch noch mal einen Bahnhof hinsetzen, ne? Irgendwo hier so. Ja, so mit der Wallfahrtskirche. Ja, genau. Gerade zum kleinen Bahnhof irgendwie. Ja, ganz klein. Wo gerade mal der Zugführer aussteigen könnte. 40 Meter. Doch so lang? Kleiner haben wir nicht. So, jetzt haben wir die Hälfte der Strecke schon locker hinter uns. Und jetzt kriegen wir gleich einen Drehboden. Ja, jetzt machen wir einen Kreisel. Na gut, ich hätte hier natürlich schon schön runtergehen können, aber dann wäre die Strecke nicht so entspannt und toll geworden, glaube ich. Wenn ich nochmal ordentlich mit dem Wedler rübergehen müssen. Ein paar Steinchen verteilen, ein paar Bäume. Mhm. Könnte man auch schauen, ob man da nicht mit so einem kurvigen Bahnhof vom Radius her sind eigentlich relativ gut. Kirschbaumvasen im Murgtal mit einer Bahnsteinlänge um die 20 Meter. Das ist natürlich schon hart. Hat ja schon fast nur die Lok. Ja, unter Umständen. Aber so ein Regio-Shuttle-Triebwagen? Genau. So ein Regio-Shuttle-Triebwagen, der passt natürlich auch schon alleine da rein.
So, und schwupps sind wir angekommen. Ich glaube, da könnten wir noch mal zwei Züge mehr draufschmeißen, ne? Die Vermutung habe ich auch. Ja. Da kommen schon die Fragen, warum moderne katastrophische Ampeln auf der Strecke und keine Winkersignale. Weil es nichts gab. Nichts anderes. Nein, habe ich nicht darauf geachtet und ja, müsst ihr euch überlegen, ob wir das noch umbauen sollen oder ob das so okay für euch ist. Viel Betrieb haben wir hier nicht, ne? Noch nicht. Aber wir müssen hier auch noch die Trams wechseln, ja. Ja. War ja noch was. Setz mal drauf. Oh, die großen, ne? Mit 68. Ja. Anders ist das, glaube ich, nicht zu machen. In der Waschmaschine aufgegangen. Wie so ein Schwamm. Ne? Kennt ihr diese Schwämme, wenn man so einen gepressten Schwamm unter Wasser hält? Aber wupp. Großer Schwamm. Ach ne, meistens sind das Handtücher. Wir sollten aber auf der Linie die Farbe vielleicht ändern, damit man sie von der Fernrampe so unterscheiden kann. Okay. Ein Amix Gelb. Achso, habe ich jetzt nur den einen gelb gemacht? Ja, nur den einen. In der Linie machen. Habe ich auch gut gemacht. Sechs Wagen sind da, okay. Boah, die kommen von Dresden, ne? Oh. Auch noch mal zwei nachordern. Ja. Im schlimmsten Fall verkürzen wir so auf vierteilig, wenn es zu viel ist. Ja. Nahverkehr, Gera, Tram 1. Das hat sich auch wieder einigermaßen reguliert. Ich kann noch mal ein bisschen rumstöbern hier. Krefeld lässt sich nicht mehr viel machen. RB 67 müssen wir schon wieder machen. Alter, wir kommen zu nichts machen, wir kommen zu nichts. Da wollten wir da nicht mal alternativ auch die Kiste rausschmeißen? Hatten wir mal überlegt, ja. 502. Wir kommen jetzt auch wieder. Manu, du, was hast du da nur für ein Dorf erschaffen, du? Ja, wäre der Nahverkehr noch besser, dann wird es noch schlimmer aussehen. Ja, und die LKWs sind auch wieder voll. Wir probieren es nochmal mit den High Capacities. Wegen der geänderten Linienführung jetzt. Genau. Das müsste eigentlich jetzt besser laufen. Kann schon mal die Farben anschalten, Aschaffenburg, gucken, wo jetzt Industrie und Gewerbe noch sich angesiedelt hat. Ja. Oh, da drüben ist noch Gewerbegebiet. Gewerbe ist ganz schön weit drüben, ja.
müsste man ja fast noch eine LKW-Linie hinzaubern. Dein Ernst? Ja. Wie ist denn die Abdeckung in Aschaffenburg überhaupt? Gut, schlecht. Linien, Abdeckung, nein, fast 80%. Ja, das sind die beiden hier, Megatower. Ach, die sehen sogar von der Dings ja so aus, ne? Hm. Sehr schwierig. Das eine ist die Kantastische Bank und das andere ist der Manu Tower. Ja, das müsste man dann noch so eine Fluglinie durchfliegen lassen. Und kriegen wir es weg? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen die schon mal ganz schön nichts mit. Ich so, hä? Wohin wollen die denn jetzt? Aschaffenburg Verteiler, ja. Kann der keinen Sprit? Ah, da kann er wahrscheinlich keinen Sprit, ja. Moment. Wechseln. Oder zweite Linie aufmachen mit nur Sprit. Kein Kraftstoff. Dann müssen wir den blauen wieder nehmen. Wir müssen dann nochmal ein paar Fahrzeuge da abschneiden, ne? Ja. Gütertruck Aschaffenburg Verteiler. Immer noch nicht voll, der Öltreibstoffzug. Einfach mal so viel in einem Fahrzeug Sprit mitgezogen. Ja. Unglaublich, ey. Weiter, weiter. So, meine Lieben, mit den Bildern hier verabschieden wir uns von einer weiteren Folge. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich fürs Zuschauen, hoffen, ihr hattet Spaß und würden uns freuen, wenn ihr wieder reinschaut in eine weitere Folge. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne ein Däumchen da und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge, in einem weiteren Livestream. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.